Mit juvenal.org haben wir ein Projekt eingerichtet, wo wir mit den Bürgern der Stadt zusammen kartieren wollen, wo Kameras den öffentlichen Raum überwachen. Wir wollen damit gucken, welche Kameras vielleicht zum Gipfel aufgebaut werden und ob die auch nach dem Gipfel wieder abgebaut werden. Wir wollen damit öffentlich zeigen, wo wir in der Stadt überwacht werden im öffentlichen Raum. Der Club hat eine sehr diverse Meinung. Es gibt viele verschiedene Vorstellungen und Ideen dazu, ob G20 jetzt gut oder schlecht ist oder anders gemacht werden sollte. Aber worauf wir uns alle ziemlich gut einigen können, ist, dass Überwachung nicht gut ist. Und wir sehen in der Weltpolitik den Trend zu mehr und mehr Überwachung. Und G20 wollen wir deshalb als Plattform zu benutzen und zu sagen, liebe G20, mach das bitte anders. Wir wollen nicht überwacht werden. Also meine persönliche Lieblingsalternativmöglichkeit wäre ja auch, dass man den Gipfel draußen irgendwo auf dem Lande macht, wo man nicht noch irgendwie 1,8 Millionen Bürger mit überwachen muss und kontrollieren und in ihrer Freiheit im täglichen Leben beschränken muss. Ja, eine Alternative inhaltlich zum G20 wäre, dass die Probleme der Welt nicht damit gelöst werden, dass wir die Menschen weiter und mehr überwachen und die Illusion haben, dass wenn wir alles über jeden exakt wissen, zum Beispiel plötzlich Terrorismus bekämpfen können oder Fluchtgründe, denn Krieg wird nach wie vor passieren, auch wenn wir genau alles über jeden wissen.